So, ich habe es angekündigt, gleich noch eine Karte dazu und jetzt wird es ein Farmhaus, auch auf Profi. Und da kann ich mal gleich schauen, wie es dann läuft. Ich habe zuerst gedacht, oh, ich sehe Schritte, ich höre Schritte und irgendwas ist am Licht passiert, also werde ich den gleich fotografieren können. Dann habe ich den Geist immer noch nicht gesehen und dann erst gemerkt, scheiße, die Taschenlampe blinkt ja. Und da ich dann natürlich keine Sanity-Pillen dabei habe, ist es natürlich sehr risikoreich, da zu bleiben. Nochmal reinzugehen. Ich meine, man könnte reingehen in der Hoffnung, dass man noch ein Geister-Event bekommt, aber dann wird man im Zweifelsfall gejagt. Das Problem ist, es kostet jedes Mal 50 Sekunden. Das heißt, ich muss wegrennen, überlebe es in meisten Fällen. Bisher habe ich es, wie gesagt, bis auf ein einziges Mal habe ich alles überlebt. Und das kostet halt sehr viel Zeit und das für einen Geist, der sich möglicherweise niemals zeigt. Die werden natürlich ein bisschen aktiver, wenn die Sanity niedrig ist, aber das schlägt sich halt auch in den Angriffsraten wieder oder hauptsächlich eigentlich. Und ja. So, das ist das hier. Yeah. Geister-Event kann ich dann versuchen. Los geht's. Ich gehe mal wieder zuerst nach oben. Dann gucken wir mal, was wir so finden. Licht. Mehr Licht. Da ist zumindest schon meine Knochen. Dings, dann probieren wir es doch mal hier. Kannst du das? Nein. Ja. So, I'll be back. Oha. Na komm. Okay. Oh, ich muss die Box gleich noch ausmachen. So. Zweimal echt Glück gehabt, den Raum direkt gefunden, weil er sich bemerkbar gemacht hat, eben durch Schritte, jetzt durch durch das Telefon klingeln. Das war wahrscheinlich zu weit weg, um als Geister-Event zu zählen. Ich glaube, wenn man direkt neben dran steht, zählt es als Geister-Event. So. Dann stelle ich die Kamera hinten in die Ecke oder so und leuchte dann so dahin. Das Buch kommt auch in die Nähe. Habe ich dann Platz? Oh ja, Sofa. So. Ups. Nein. Besser. Dann gucken wir nach Orb. Bisher noch keine Gefriertemperaturen. Aber ich habe auch den Knochen da in der Nähe. Das heißt also, ich muss den Rest des Hauses gar nicht durchsuchen. So, dann fehlen schon nur noch die zwei Sachen. Das ist so angenehm mit der wenigen Ausrüstung. Kein Orb in der Richtung zumindest nicht. Okay. So ist es dann halt.
Nichts bisher. Nichts. Bisher hat der Geist auch noch nicht so viel gemacht hier. Gefriere. Erschreckt hat mich das jetzt schon. So, noch 4. Er hat einen Lichtschalter umgelegt. Könnte man gleich nochmal gucken. Ich bin gleich wieder da. Schritt. So, wo bist du jetzt? Gestern warst du komplett verschwunden. Heute auch? Du bist da irgendwo links hin. Durch die Wand bist du wahrscheinlich nicht. Du bittest gerne Lichtschaltern rum. Nichts. Muss vielleicht noch mal nach dem Orb gucken. Gefrier habe ich ja und Geisterbox. Buch hast du nicht geschrieben. Aber wo ist jetzt diese dämliche Voodoo-Puppe schon wieder hin? Da bist du. So, okay. Ich guck noch mal nach einem Orb. Kann auch noch mal versuchen, die Kamera umzusetzen und dann bin ich so ein bisschen in Richtung EMF5, würde ich sagen. Also ich habe jetzt Gefrier und Geisterbox. Bei Orb hätte ich wieder mehr, so wie eben. Nee. Also Gefrier und Geisterbox. Gespenst mehr Dämon. Was wäre denn Gespenst? Ich glaube Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, Dämon ist Buch. Und Orb ist mehr. Das heißt, ich brauche nicht mehr nach dem EMF zu gucken. Ich richte es mal auf, dass wenn die Voodoo-Puppe da ist, richte ich es mal. Da ist mein Orb und ich habe wieder ein Meer. Cool. Habe ich schon Geister-Event? Jupp. Dann bin ich schon wieder fertig. Orb. Meer. Soll ich gerade nochmal gehen und noch meine machen? Weil wenn der sich jetzt nicht schon wieder zeigt, mich dann später jagt.
Na gut, dann machen wir das so. Dann, weil das jetzt nur knapp 10 Minuten waren, hänge ich direkt noch eine dran, die dann hoffentlich schnell genug geht. Natürlich nicht zu schnell, ein bisschen Events will ich ja schon haben. So. Was haben wir denn da? Edgefield Street House, nö. Ich will keine große Karte machen. Bleasdale Farmhouse, Edgefield Street House. Das hatte ich gerade, oder? Mit 6 Schlafzimmern in einem Keller? Ich kann es gerade nicht auswendig sagen. Ich glaube aber, Edgefield hatte ich eben. Aber wir werden es gleich rausfinden. Die Dummen, die Dummen. Na? Na, Ladezeit ist 2 Sekunden länger. Das heißt wahrscheinlich die Karte, die ich noch nicht gemacht habe. Yay! Was haben wir? Geister-Event und EMF. Hallo, anderes Haus. Das Klavier spielen, das ist dann cool, also den einen Ton. Nein. Gut beleuchtete Küche. Tennessel oben. Einmal kurz runter, einmal kurz runter. War ich das oder warst du das? Nicht bewegt, dann hat er aber ein Geräusch. Okay. Ich merke es mir mal, wenn ich sonst nichts finde. So. Nicht zu viel anmachen. Sicherung rausfliegen ist doof.
Punkte. Na komm, nichts erkannt. Bist du im Gang hier? Sag doch was. Okay. Einen noch. Nichts heißen, aber er hat hier zumindest mal Licht ausgemacht. Das heißt also, hier kann man schon mal gucken. So. Das heißt, ich lege hier auch schon mal die Kamera hin. So. Bild im Bild im Bild im Bild. Genau, so hört sich das. So. Warte. Ich mach mal so auf die Kommode hier. Ist gut. Ist vielleicht gut. Oh, du hast mal EMF-5. So. Ich finde ja, EMF-5 und Geisterorb passen immer super zusammen. Deswegen. Ist das jetzt hell? Hast du gerade Lichter gemacht? Bisschen steiler. Den Gang runter noch. Zumindest logge ich schon mal EMF5 ein. Ich habe es heute mit den Orbs. Cool. Geisterorb, dann noch Phantom Jin Shade. Phantom. Gefrier würde ich ausschließen bisher. Jin. Box. Kann noch kommen. Shade. Buch. Oh, wenn du wieder ein Shade bist, dann wird das wieder ultra langweilig. Tschüss. Weil du dich dann wieder nicht zeigen wirst. So, Buch. Geisterbox wäre so das. Das war falsch. Ich guck mal hier und dann gucke ich ins Nachbarzimmerchen. Gefrier. Dann bist du auch hier in dem Zimmer. So, okay. Wo war jetzt dieser Knochen schon wieder? Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt oder habe ihn wieder nicht gefunden. So, gefrier, dann bist du ein Djinn, oder? Ich hätte wenigstens gerne mal ein sinnvolles Event. Das Einzige, was ich bisher hatte, war... so. Gefrier. Phantom. Ach, du bist doch ein Phantom. Da ich jetzt weiß, was du bist, darfst du dich auch zeigen.
Auto geschmissen. Komm, Phantome zeigen sich immer gerne. Da kann ich es nämlich super fotografieren. Da ist auch was runtergeschmissen. Schmeiß doch mal was runter, während ich da bin. Komm gleich wieder. Gerade gucken, wie viel ich noch so hab an Sanity. Das ist noch viel. Komm, wenigstens einmal ein Geisterfoto heute. Scouting. Scanning. Du bist vielleicht sogar genau in dieser Ecke. Da habe ich zumindest den Orb gesehen. Schlüssel? Komm, ich habe den Schlüssel geklaut. Das muss dich auf die Palme bringen. Nochmal durchs. Hört sich immer nur blinken damit. Guck mal, ich gucke hier in diesen Kamin. Bin gar nicht aufmerksam. Alle Tassen runtergeworfen. Dumm, guck, ich gehe. Ich komme wieder. Also ich habe mit den Geistern heute echt kein Glück. Die erscheinen nicht. Die machen keine Events. Sonst habe ich manchmal super aktive und aggressive Geister. Natürlich ist auch mal immer wieder ein etwas passiverer dabei, aber das da ist gerade. Sogar eine Tür? Welche? Da hinten? Hier? Nein? Keiner weiß es. Ich geh noch einmal raus, guck nach der Sanity. Wenn ich schon so nah am Eingang bin. Hat sich nichts getan, ich bin nicht im Dunkeln gewesen. Na? Wo ist er? Da. Cool. Das war das, was ich wollte. Jetzt kann ich fahren. Und eindeutig Phantom, weil er ist wieder verschwunden beim Fotografieren. Geist. Nicht erkennbar auf dem Foto. Aber wir haben's. Phantom haben wir auch, oder? Cool. Dann bye bye. Okay, das waren zwei kurze Runden. Zumindest hatte ich jetzt mal ein Geistgesicht zu Gesicht bekommen. Ich glaube, eine kleine mache ich noch. Und dann kann ich mich vielleicht nochmal in die Schule oder ins Asylum wagen. Mit zumindest ein bisschen Grundausrüstung. Yay! Und wie viel Geld habe ich? 6.000? Oh Gott, was soll ich mit dem ganzen Geld? Na gut, dann sehen wir uns.